Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hof Bergmann. Und wir haben die Nacht sehr gut geschlafen. Das war ja quasi die erste richtige Ingame-Nacht hier auf dem Hof. Ja, sehr bequemes Bett, was der Horst da hatte. Oder was der Horst da hat. Auf jeden Fall müssen wir zusehen, dass wir hier die Maschinen mal kurz einmal ein bisschen abdampfen. Denn ich möchte gerne die Tiere ummuddeln, also auf die Weide rausbringen. Ich habe tatsächlich im Moment so ein bisschen das Bedenken, was unsere Kälber angeht. Denn die Muttertiere produzieren keine Milch. Und das ist schlecht, weil, ich meine, klar, die produzieren erst nach dem ersten Kalb Milch, was ja 2 Jahre dauert, ne? Sprich, unsere kleinen Kälber haben das Problem, dass wir keine Milch haben, um die Kälber zu versorgen. Wir haben aktuell zwar Wasser, aber Wasser? Stroh, aber keine Milch. Das ist ein großes Problem, da uns die Kälber so wahrscheinlich über kurz oder lang über Kopf gehen. Also da müssen wir sehen, dass wir die vielleicht an einen anderen Hof abgeben. Solange bis unser Milchvieh soweit ist. Und dann nochmal gucken mit den Kälbchen. Ich weiß auch gar nicht. Ich habe zwar Hermann gefragt, woher Horst die Kälber hat. Er wusste es aber nicht genau. Er sagt, er hätte wohl mal was erwähnt, dass da wohl irgendein Hof und Kälber und hast du nicht gesehen und Skandal war da wohl irgendwie im Spiel oder was auch immer. Aber er wusste jetzt nichts Genaues. Und ja, jetzt haben wir das Problem, dass wir die Kälber haben, aber sie offiziell nicht für richtig versorgen können. Und das ist halt ein Problem. Ups. Ich weiß auch gar nicht, wie sich das verhält, wenn ich jetzt sage, wir nehmen die Kälber mit auf die Weide raus. Ob sich dann da was ändert. An denen. Egal. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir nehmen mal den hier. So. Der müsste doch eigentlich... Oder? Ja, das schafft er. Er muss ja auch nicht weit. Wir müssen ja nur hier in die Kühe rausholen. Die Pferde und die... und da war es das auch schon. Aber, kleiner Hinweis, in der Zeit, wo wir hier kurz die ganzen Tiere verladen, Freitagabend, wisst ihr Bescheid, ab 20 Uhr auf dem Kanal von mir und meiner Frau ein Livestream LS19 mit der Verlosung des Platinum-DLCs. Das Platinum-DLC müsste zu dem Zeitpunkt, wo ihr hier die Folgen seht, ist das Platinum-DLC erschienen. Ja, es ist draußen. Und das werden wir am Freitag verlosen, sodass wir dann mit euch zusammen, denke ich mal, auch mal zocken können. Wer es nicht hat, sehr gerne herzlich eingeladen, an der Verlosung teilzunehmen. Wer das Platinum DLC dann schon zu dem Zeitpunkt hat, dem sei empfohlen, einfach dabei zu sein. Und Spaß zu haben. Wie gesagt, ab 20 Uhr, es gibt aktuell 4 Keys zu verlosen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich euch das hier erzähle, gibt es 4 Keys zu verlosen. Vielleicht kommt noch was dazu. Lohnt sich also auf jeden Fall dabei zu sein. Und für die Leute, die Hof Bergmann sehr gerne schauen, heute Abend ab 19 Uhr gibt es einen Stream der Hof Bergmann anstelle der Holzer Map. Da wir hier auf der Hof Bergmann einfach ein bisschen mehr zu tun haben. Und da lohnt es sich, das Ganze zu streamen. Deswegen heute Abend ab 19 Uhr, sofern meine Gesundheit und Stimme mitmacht, verdammt, ich bin falsch gefallen, ich wusste es, wird es den Stream geben.
Bin ich tatsächlich hier in die falsche Richtung abgebogen. Wir machen mal das Haupttor auf. Über Nacht haben wir das Tor ja zu. Damit es etwaigen Leuten schwieriger gemacht wird, auf den Hof zu kommen. Es ist nicht unmöglich, aber es wird den Leuten schwieriger gemacht. Und je mehr Zeit die brauchen, desto eher hauen die auch wieder ab. So ist zumindest mein Gedanke und der von Horst. Und deswegen schließen wir ab. So, jetzt muss ich mal gucken. Das hier ist die Weite. Ja doch, ist richtig. Muss ich mal gucken, da muss ich glaube ich hier... Könnte jetzt ein bisschen Ärger geben. Da hier so ein bisschen... Naja, gut, ich muss fast. Ich muss nicht ganz auf die Wiese vom Nachbarn. Oder aufs Feld vielmehr. Aber ich muss gucken, dass ich jetzt hier gewendet bekomme. So. Nee, wir sollten den Seitenausgang nehmen. Da können wir hier direkt rüberfahren. Da sparen wir uns das, aus der Hofeinfahrt raus zu manövrieren. So. Dann haben wir sie draußen. Dann können wir nämlich den Stall nochmal entnisten. Können dann nochmal sauber machen. Und haben die Tiere draußen nochmal weiter. Wir müssen die sowieso gerne versorgen. Ich glaube, das nur auf die Weide stellen reicht da nicht. Okay, rückwärts ran. Und zack, wie viel haben wir denn noch hier? 14. 14 ist natürlich eine unglückliche Zahl, wenn man sich überlegt, dass wir 6 mitnehmen können. So. Hä? Hab ich doch gerade bestätigt, oder? Hier, Zelle. So, okay. Haben wir die auch drin? Da ist mir übrigens das Malheur passiert. Keine Ahnung, wie mir das passieren konnte. Da wollte ich es eigentlich gar nicht stehen haben und jetzt steht es da. Gut. Kann man nichts machen. Ist passiert. So. Dafür haue ich aber nicht den Mod wieder runter und wieder rauf. Sondern lass es so, wie es ist. Ist halt so. So. Dann mal die nächste. Da müssen wir nochmal fahren. Und dann müssten wir theoretisch wegen 2 nochmal fahren, ne? Egal. Weil wir haben jetzt 12 Stück von 20 auf der Weide. Wie viel passen in den Stall? Auch 20 oder nicht? Das heißt, wir haben ja einen vollen Stall gehabt. Ich dachte, Horst hätte Platz. Da muss ich aber gerne nochmal nachgucken beim Stall. Weil eigentlich sagte Horst doch, er hätte Platz. Also sprich, dass die Kälber dann auch rüberkommen.
Auch wenn keiner weiß, also wenn Hermann nicht weiß, wer die Kälber kommen. Aber er wusste die Anweisung von von Horst in Bezug auf die Kälber. Sprich, die Kälber dann später zu dem Milchvieh rüberzusetzen. Aber es ist mir jetzt schleierhaft, warum unser Milchvieh voll ist. Das ergibt keinen Sinn. Zumindest nicht bei 10. 10 mal Milchvieh gibt das keinen Sinn. So, jetzt sind noch 2 Stück da. Na, guck mal, wenn ich die jetzt rausnehme, wir haben ja 12 schon drüben. Jetzt kriegen wir nochmal 6 dazu, da sind wir bei 18. Plus die 2 macht 20. Also, ich wollte gucken, Moment. So. 100. Alles klar. Also in den Stall gehen 100 Kühe und auf die Weide draußen gehen nur 20. Okay, das ergibt Sinn. Dann machen wir das auch nicht so stutzig, dass wir nur 20, dass die Weide mit 20 voll ist. Weil das ergibt dann durchaus Sinn. Gut, dann bringen wir das auch rüber. Dann haben wir die Kühe bis auf 2 draußen. Die müssen wir nochmal extra fahren. So. Zack. Und dann müssen wir noch die Pferde. Die Pferde haben da hinten ihre größere Koppel. Eigentlich auch, wenn man sich das mal überlegt. Ne? Die Kühe haben hier so eine relativ kleine Weide. Wobei, sind wir mal ehrlich, wir könnten in dem Hauptmilchvieh oder im Hauptstall können wir noch locker flockig erweitern auf, ich sag jetzt mal 70, 80 Tiere. Und wenn wir dann jetzt die Kühe von draußen im Winter reinholen und im Sommer lassen, oder im Frühling und Sommer lassen wir sie draußen auf der Wiese stehen, würde auch gehen. Also sprich, dass wir immer diese 20 durchwechseln. Ja, das, erst stehen die draußen, dann stehen die anderen draußen und dann vielleicht die letzten noch. Muss ich mal gucken. Wäre auf jeden Fall auch noch eine Maßnahme. Entschuldigt. So. Und die beiden noch. Und jetzt haben wir einen leeren Stall, abgesehen von den Kälbchen. Das heißt, wir können jetzt hier auch den Mist rausfahren. Da liegt hier schon ein bisschen. Wo habe ich überhaupt die Mistplatte hier? Gar nicht. Okay. Also sprich da runter. So. Freue mich auch schon, wenn wir da die Keilsilos einweihen, ne? Wenn wir das erste Mal Silage haben, in Form von wahrscheinlich Gras. Und wir das Ganze dann quasi in die Silos kippen. Ne? Hä, sind wir nicht drin? Was ist da los? Jetzt alle. So. Zack. Gut, Kühe weg. Dann wollen wir uns jetzt mal um die Pferde kümmern, dass die rauskommen. Und dann haben wir die Gänse und Enten sind draußen. Die Schweine haben ihren Stall mit Auslauf. Die Ziegen sind ja sowieso draußen. Kühe sind draußen. Da müssen wir ganz kurz anhalten. So. Da haben wir nämlich hier den Wassertrigger. So, wenn wir mal gucken, brauchen wir
Ja, wir brauchen noch einmal Mischration, Silage, Heu und wir brauchen Gras-Klee. Okay, Gras-Klee. Da müssen wir gerne mal gucken. Müsste eigentlich mähbar sein. Vielleicht auch die Kleefläche schon? Weil dann könnten wir nämlich mähen und könnten das den Rindern reinschmeißen, dann haben sie gleich frisch. Also sprich, so wie wir brauchen, immer mit dem Ladewagen voll. So. Okay. So, zack. Vega, Jake, Quantum, Twilight und Ranger. Bestätigen, Klappe zu. Und dann fahren wir mit denen jetzt zur Pferdekoppel. Schmeißen wir die da auch raus. Also laden sie aus. Dann sind die Tiere soweit raus. Wie gesagt, heute Abend auf jeden Fall. 19 Uhr. Denkt dran. Wenn meine Stimme mitmacht. Die ist im Moment auch ziemlich angeschlagen. Die kratzt ziemlich im Hals. Und das ist sehr unangenehm. Also ich hoffe mal, dass sie bis heute Abend sich gefangen hat. Wobei für euch bis heute Abend, für mich bis morgen. Und das Ganze nicht schlimmer geworden ist. Denn das wäre ein bisschen fatal, wenn wir jetzt hier nicht vernünftig zocken könnten, ne? Deswegen gehe ich mal jetzt, male ich den Teufel nicht an die Wand und sage einfach mal, das ist bis heute Abend gut. Und fertig. Und wenn nicht, erfahrt ihr das rechtzeitig. So. Die Tücke ist, wenn man YouTube macht, dass wenn ihr eine Erkältung bekommt, schlägt euch das sofort auf die Stimmbänder, weil die halt einfach permanent oder jeden Tag in Belastung sind. Und das ist halt dann nicht gut, sage ich mal, weil das hält sich meistens ziemlich lange auf. Oder hält sich ziemlich lange hin. So, die. Upp, das wollte ich gar nicht. Die Pferde. Hafer, Schrägstrich, Heu. Okay, das kriegen wir auch hin. Da haben wir noch ein paar Heuballen. So. Den machen wir zu, den brauchen wir nicht mehr, dann fahren wir zurück. Dann haben wir das erledigt und dann können wir uns nämlich schon mal in Richtung Flügen beschäftigen. Wobei ich muss ehrlich gestehen, ich habe da ja so richtig Bock drauf, ne? So richtig. Nämlich gar nicht. Am liebsten würde ich einfach hingehen und würde sagen, komm, wir versorgen die Tiere und scheiß auf das Flügen. Das Problem ist nur, wenn ich sage, scheiß auf das Flügen, dann zieht sich das Pflügen hin und dann wird es gar nicht mehr geflüchtet und dann haben wir einen niederen Ertrag. Und von daher, nein, wird in sauren Apfel gebissen, es wird gepflügt. Heute Abend im Stream mit unserem Beetflug. Wir haben ja gar keinen Wendeflug, sondern wir haben einen Beetflug. Wird also auch nochmal interessant für die Leute, die noch nicht gesehen haben, wie man mit dem Beetflug arbeitet. Oh, Moment. Hä? Wieso ist da. Nee, ist leer. Mir wird noch ein Pferd angezeigt, ob es leer ist. Gut, liebe Lüt, das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen und einen Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.